Herzbasiertes Training bietet mehr Möglichkeiten als die Trainingssteuerung über die Herzfrequenz. Es gibt Systeme im Innenlager, der Hinterradnabe und seit einiger Zeit auch für das Pedal. Look und Polar bieten dieses System an. Unser Testset besteht aus Look Geo Powerpedalen mit den Messstreifen und den dazugehörigen Sensoren, einem Polar CS600X Radcomputer und einem GPS-Empfänger. Dazu dem Herzfrequenzgurt, einer CD mit Software, die leider nicht auf Macintosh läuft, und einem Infrarot-USB-Stick zur Datenübertragung. Zusätzlich liegt Werkzeug bei. Die Montage ist relativ unkompliziert. Der Halter wird am Lenker mit Kabelbindern fixiert, der Radcomputer mit einer Drehbewegung eingeklickt. Versehentliches Lösen ist nicht möglich, da das Gerät dafür nach unten gedrückt und gedreht werden muss. Die Pedale werden zunächst ganz normal angeschraubt, dann die Markierung an der Achse richtig positionieren und das Pedal mit der Kontermutter fixieren. Der passende Gabelschlüssel und das Werkzeug, um die Achse in korrekter Stellung zu halten, liegen bei. Abschließend werden die Sensoren eingesteckt und mit Kabelbindern an der Kurbel fixiert. Am linken Sensor sitzt ein Knopf, der zum Ein- und Ausschalten, zum Einstellen der Kurbellänge, zum Kalibrieren und zum Koppeln mit dem Radcomputer dient. Beide Beine werden getrennt angezeigt, so kann man zum Beispiel den runden Tritt optimieren. Für den GPS-Sensor liegen eine Halterung und ein Armband bei. Wir haben ihn in der Trikottasche oder unter dem Ärmel getragen. Sind alle Sender erstmals gekoppelt, erkennt sie der Radcomputer bei jedem Start automatisch. Dessen Display kann konfiguriert werden, sodass die individuell gewünschten Werte auf einen Blick erfasst werden. Mit seiner Hilfe kann frei oder in vorgegebenen Bereichen trainiert werden. Insgesamt können neben dem freien Training 10 weitere Trainings gespeichert werden. Die Pedale können auch mit einigen anderen Radcomputern von Polar gekoppelt werden. Schön ist ihre schnelle Montage, wodurch sie leicht an verschiedenen Rädern eingesetzt werden können. Das ganze System ist bedienerfreundlich, man muss sich aber einarbeiten, vor allem auch ins gezielte, wattgesteuerte Training. Das macht es vor allem für ambitionierte Sportler interessant, die bereit sind, 1.999,95 € für das vorgestellte Set auszugeben. Sie erhalten ein flexibles, leichtes und unauffälliges System. Yeah.